Wenn 4 hoch x 1024 ist und 9 hoch y gleich ist zur Quadratwurzel von 3 hoch 16, dann gilt eine dieser 5 Aussagen. Welche? Starten wir mit dieser Exponentialgleichung 4 hoch x gleich 1024. 1024 ist genau 2 hoch 10 und 4 ist 2 hoch 2. Diese Gleichung schreibt sich also so. Und jetzt haben wir die Gleichheit von zwei Potenzen mit derselben Basis. Also können die Exponenten gleichgestellt werden, was dann führt zu x gleich 5. Jetzt die zweite Exponentialgleichung, dieses Mal mit unbekannter y. Hier steht 3 hoch 1 halbes hoch 16. Also ist das 3 hoch 16 halbe. Und diese 9, das ist 3 im Quadrat. Die Gleichung können wir also so umschreiben. Jetzt haben wir Potenz gleich Potenz mit derselben Basis. Also können die Exponenten gleichgestellt werden. Das führt dann zu 2y gleich 8. Also muss y 4 sein. Jetzt schauen wir, wenn x 5 ist und y 4, welche dieser Aussagen die richtige ist. X plus y macht nicht 0. X minus y macht auch nicht 0. X ist nicht kleiner als y. Und x ist auch nicht negativ. Also kann nur E die richtige Antwort sein. Keine dieser 4 Aussagen stimmt. Die nächste Frage der Mathematik-Olympiade wird im nächsten Tutorial beantwortet.